Die deutschen CEOs schätzen die Entwicklung der Weltwirtschaft deutlich zuversichtlicher ein im Vergleich zum Vorjahr. Nur noch 2% erwarten für 2014 einen Abschwung. Im letzten Jahr waren das immerhin noch 47%. Heute erwarten 40% der CEOs eine gute konjunkturelle Entwicklung auf Weltebene. Wenn Sie aber die Wachstumsaussichten des eigenen Unternehmens betrachten, dann gibt es doch eine gewisse Zurückhaltung bei den deutschen CEOs. Uns wurde gesagt, dass man hier aufgrund der allgemeinen Indikatoren wie Stabilität der Finanzsysteme, aber auch Regulierung etwas zurückhaltender ist. Das längerfristigere Wachstum wird allerdings als positiv eingeschätzt. Der positive Ausblick, und das ist erfreulich, dürfte auch den Arbeitsmarkt erreichen. Während im letzten Jahr kaum von Neueinstellungen, von Mitarbeiteraufbau die Rede war, ist heute bei 60% der Unternehmen ein Plan zu verzeichnen, dass man die Mitarbeiterschaft ausbauen möchte. Wenn man fragt, welche Größenordnung das annehmen kann, so rangiert das zwischen 5% und 8% Mitarbeiteraufbau. Die Angst vor Überregulierung steht ganz oben auf der Sorgenliste der Wirtschaftsführer der Bundesrepublik. Mehr als 3/4 sehen darin die größte Gefahr für das Wachstum in ihrem Unternehmen. Sorgen bereiten aber auch die Staatsdefizite. Im letzten Jahr haben mehr als 80% dieses als nachteilig und negativ angesehen. Bisher oder im laufenden Jahr waren aber immerhin noch 56% besorgt im Hinblick auf die Staatsdefizite. Nach wie vor ist also die Stabilität der Finanzmärkte eine große Sorge der CEOs. Ja, wir haben drei Bereiche. Der erste Bereich ist das Wachstum in den angestammten Bereichen, also Ausbau der Produktstärken, der Dienstleistungsstärken, die man heute hat. Digitalisierung der Wirtschaft ist ein Trend dabei, der Innovation treibt. 47% sehen hier einen Wachstumstreiber. Im Vorjahr waren das noch 19%. Das zweite Thema sind die angestammten Märkte. Man möchte also sein Wachstum in bereits angestammten Märkten ausbauen, also keine Experimente. Unternehmen. Und der dritte Bereich ist die Frage Kauf von Unternehmen, also externes Wachstum. Hier sieht die Nachricht etwas flacher aus. Nur 9% wollen sich mit dem Gedanken des Kaufs eines Wettbewerbers beispielsweise befassen. Insgesamt muss man sagen, sind die Wachstumsmärkte in einer unterschiedlichen Einschätzung. Aus deutscher Sicht ist USA das Wachstumsland Nummer 1, gefolgt von China und dieses wiederum gefolgt von Russland.